In der Schweiz gibt es bald ein neues Versorgungskonzept, das jetzt am Entstehen ist. Das heisst Hospital at Home, Spital daheim. Und über das möchte ich mich jetzt unterhalten mit dem Dr. Werner Wittmer. Sie sind Direktor von der Stiftung Diakonieweg Neumünster und Frau Dr. Tatjana Meyer-Heim. Sie sind Fachärztin Innere Medizin und auch Altersmedizinerin. Hospital at Home, was ist das? Hospital at Home ist eine Möglichkeit, dass Patienten, die schwer krank sind, zuhause behandelt werden können. Mhm. Ich kann vielleicht ein Beispiel machen. Es kommt ein Patient mit einer Herzschwäche ins Spital, hat Atemnot, geschwollene Beine, wird vielleicht vom Hausarzt zugewiesen oder meldet sich auch selber auf dem Notfall. Und auf dem Notfall macht man die Diagnose und sieht, der Patient ist so schwer krank, der kann nicht einfach von Spitex und vom Hausarzt betreut werden. Er benötigt eine Spitalbehandlung. Und dann kann man dem Patienten anbieten, dass er die Spitalbehandlung zu Hause bekommt, mhm, in seinem Umfeld. Und jetzt haben Sie ja nicht alle Apparaturen und alle Sachen, die Sie in einem Spital zur Verfügung haben. Wie funktioniert denn das daheim? Man hat nicht alles, aber es ist auch nicht alles notwendig. Es braucht die besten Ärzte und die besten Pflegenden, die heimgehen, mhm, weil sie müssen sehr erfahren sein. Aber wir haben auch die Möglichkeit zum Röntgen zu Hause, wir haben die Möglichkeit zum Herz-Ultraschall machen, Ultraschall allgemein, wir können Blutwert kontrollieren zu Hause. Und wir haben ja ständige Überwachung durch einen Patch, den die Patienten haben, wo man schauen kann, haben die Patienten Fieber, wir können schauen, wie häufig das atmet, wie der Puls ist. Wir können ganz, ganz viele Informationen von diesen Patienten zuhause bekommen. Also das geht ein bisschen auch in Richtung Telemetrie oder Telemedizin. Oder, also, sie, genau. Die Patienten tragen ein Pflaster und mit diesem Pflaster werden verschiedene Werte übertragen. Ist das richtig? Genau, die Werte werden als Spital übertragen, als Behandlungsteam. Mhm. Und das Behandlungsteam kann, sobald sie sehen, es gibt Auffälligkeiten, treten sie in Kontakt mit den Patienten. Ja. Umgekehrt können natürlich Patienten auch jederzeit, 24 Stunden, 7 Tage, mit dem behandelnden Team über Skype, über Telefon, über ganz verschiedene Möglichkeiten Kontakt aufnehmen. Aber wenn jetzt ein richtiger Notfall passiert daheim, was ist denn? Das sind Patienten, die auf der Notfallstation stabil sind und nicht auf eine Intensivstation angewiesen sind. Mhm. Es gibt aber die Möglichkeit trotzdem, dass in seltenen Fällen Patienten sich akut verschlechtern. Und dann müssen wir sie ins Spital aufnehmen. Mhm. Herr Wittmer, wie sehen Sie das für einen Spitaldirektor? Ist das interessant für ein Spital? Weil da verliert man ja Patienten. Man flieht eigentlich Patienten nicht, sondern ein Spital findet daheim statt. Es ist eine Auslagerung vom Spital aus dem Mauer von der Anstalt vom 19. Jahrhundert. Eben, heim ist normales Umfeld. Es ist eine Art ein neues Businessmodell. Natürlich, die Finanzierung funktioniert noch nicht, aber es ist ein Kundenbedürfnis, wo man sieht, da könnte man vielleicht etwas Neues anbieten. Das ist eine Innovation. Mhm. Also das heisst, Sie haben ja quasi das gleiche Personal, das Sie dann im Spital haben, schicken Sie dann raus zu den Patienten, die daheim sind. Müssen Sie dann da Personal aufstocken, weil die fehlen dann wiederum im Spital? Es braucht vielleicht mehr Personal, weil man unterwegs auch Zeit braucht. Mhm. Aber es braucht zum Beispiel keine Nachtwache, mhm, wenn man dann daheim die Patienten nicht mit einer Nachtwache betreut, begleitet. Ja. Außer dass die Parameter ständig 24 Stunden kontrolliert werden. Das ist Voraussetzung, ja. Das ist wirklich Voraussetzung. Jetzt von der Logistik her, was braucht es denn im Spital, dass das funktioniert? Im Spital braucht es erstens motiviertes Personal, ja, das auch sich auch einlassen auf ein innovatives Modell. Und es braucht sehr erfahrene Ärzte und Pflegende vor allem, die eben auch klinisch gut arbeiten können. Man muss gut logistisch schauen, wie die Notfallstation, wie man das regeln will, mhm, dass nicht die Patienten allzu lange auf den Notfall warten müssen, von dem Zeitpunkt her, wo sie sagen, doch, ich will die Behandlung zuhause, bis sie dann wirklich wieder daheim sind. Mhm. Dass das quasi dass das wie schneller geht. Jetzt, Sie sind ja Geriatrie-Spezialistin und wissen, dass viele ältere Menschen auch daheim allein sind. Funktioniert denn das Hospital at Home auch für diese Menschen? Das Hospital at Home kann für diese Patienten auch möglich sein. Im Alter ist es so, dass Menschen sehr, als Kollektiv ist sehr heterogen. Es gibt Patientinnen, die vorher schon
allein zu Hause gewohnt haben und nachher auch wieder zu Hause werden allein wohnen und sehr gut schlafen können. Und es gibt solche, wo vielleicht zu Hause allein sein schon vorher ganz schwierig war. Mhm. Und ich denke, man muss dort auch wieder gut selektionieren, wer wünscht das? Man muss wirklich Patienten hören, trauen sie sich das zu. Mhm. Wie gross ist denn die Gefahr, dass man nachher trotzdem ins Spital muss? Wenn man das Konzept der richtigen Patienten anbietet, Patienten, die stabil sind, aber krank, so dass sie ins Spital müssten gehen, dann ist die Gefahr, dass sie müssten wieder ins Spital kommen, sehr gering. Mhm. Unter 5%. Unter 5%. Wie schätzen Sie ein, wie Politiker zu einem solchen System, Versorgungssystem stehen? Längerfristig werden Politiker das unterstützen, weil sie merken, es ist ein Bedürfnis im Volk. Mhm. Und Technologie erlaubt es immer mehr. Mhm. Und wenn man Kosten auch noch durch das im Griff haben, dann werden Politiker das auch unterstützen. Mhm. Aber wie alles in der Schweiz, es braucht ein paar Jahre, bis es mehrheitsfähig wird. Also Sie denken, so 2-3 Jahre braucht es noch, bis das zustande kommt? Ich würde sagen, 2-3 Jahre, bis man so erste Erfahrung hat mit Pilotversuchen, ja, die aber noch nicht politische Unterstützung haben. Aber aufgrund von solchen Erfahrungen könnte dann eine politische Unterstützung auch wachsen. Ja. Und wenn wir jetzt ganz weit raus denken, könnte man dann sagen, da spart man am Schluss auch Spitäler, weil es die gar nicht mehr so viel braucht? Ja, es gibt dann viel weniger Übernachtungen in den Spitälern. Ja. Und da kann man dann tatsächlich auf Spitäler verzichten. Und wenn man die ganze Hotellerie-Infrastruktur nicht mehr braucht, weil man das ja dann daheim hat, mhm, also Küche, das Bett, Putzmannschaft und so weiter, das wird die Kosten senken. Ja. Man sieht ja jetzt schon einen Trend, dass Reha-Kliniken eigentlich eine gewinnende, ja, Bedeutung nehmen und die wachsen an sich. Geht das in die gleiche Richtung? Es geht in die gleiche Richtung. Bei der Reha ist es offensichtlich, weil da tut man ja sich eben rehabilitieren, um im normalen Alltag zu funktionieren. Und das tut man am besten im normalen Alltag üben und nicht in einer künstlichen, ja, Situation. Ja. Und gesund werden ist wahrscheinlich auch im normalen Alltag einfacher möglich als in einer künstlichen Situation. Ja. Aber trotzdem, wenn ich mir jetzt das vorstelle, so schweizweit deckend, und ich stelle mir vor, ganz viele Patienten werden dann daheim behandelt, dann stelle ich mir auch vor, dass es extrem viel Personal braucht. Weil die sind ja dann eigentlich ständig auch unterwegs. Es ist personalintensiv, und ich denke, es ist aber auch wichtig, dass das Personal dort ist, dass wir nicht sagen, wir machen nur Telemedizin. Ja. Weil Telemedizin gibt uns zwar Sicherheit und, mhm, Möglichkeit, das zu machen, aber ich denke, der zwischenmenschliche Kontakt ist trotzdem enorm wichtig, auch beim Hospital at Home. Ja. Denken Sie auch, dass die Regeneration der Patienten, weil sie eben daheim im gewohnten Umfeld ist, sogar schneller sein können? Gibt es da Daten? Man geht davon aus, es gibt noch nicht so viele Daten von der Schweiz, schon gar nicht, aber man weiss, dass weniger Patienten 6 Monate nach einer Erkrankung, wenn sie zuhause behandelt sind, in eine Pflegeinstitution müssen übertreten. Das heisst, sie sind sicher funktionell besser zu Weg, als wenn sie im Spital behandelt worden wären. Mhm. Können Sie mir sagen, welche Diagnose für Hospital at Home in Frage kommen? Mhm. Ich kann es für die älteren Patienten sagen, als Altersmedizinerin. Dort weiss man, dass Leute profitieren, die Herzschwäche haben. Dann kann man das anbieten. Oder auch eine schwere Lungenentzündung, eine Verschlechterung von einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung oder Weichteilinfektionen, aber auch Nieren- und Blasenentzündungen. Mhm. Dort weiss man, dass diese Patienten kann man sicher zu Hause behandeln. Verschiedene Länder machen ganz andere Angebote, aber ich denke, man sollte sich auf die Diagnose stützen primär, wo man weiss, dass die Patienten sicher behandelt werden können. Und jetzt ist ja viel Informatik auch im Spiel zur Übermittlung von all diesen Daten. Da hat man natürlich auch immer ein bisschen im Hinterkopf, ui, was ist, wenn ich jetzt plötzlich keinen Empfang mehr habe oder wenn irgendwo etwas schief geht? Wie stellt man das sicher? Es ist ja so, dass in der Schweiz immer noch Telefonanschlüsse gibt oder mindestens ein Handy haben die meisten. Und es gibt verschiedene Kanäle, wie man mit dem Behandlungsteam in Kontakt treten kann. Und ich denke, wenn ein Kanal ausfällt, so gibt es immer noch ganz viele andere Kanäle. Yeah. Wo man, also man muss nicht Angst haben. Das wird dann auch gewährleistet. Sonst macht man es nicht. Ja. Und ich meine, in der Schweiz ist die Spitaldichte so gross wie nie auf der Welt. Im Kanton Zürich sind 99% der Bevölkerung ist in 20 Minuten in einer Notfallstation. Yeah. Das heisst, für ein Experiment mit Hospital at Home eignet
eignet sich die Schweiz gut, weil wenn irgendein Problem auftaucht, in 20 Minuten ist man im Spital. Mhm. Bei Ihnen wird jetzt das auch initiiert. Sie sind da beide schwer dran. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Also jetzt mal zuerst das Konzept erarbeiten, dann mit all den Betroffenen, mit Hausärzten, mit Spitex, mit den Spitalärzten, mit den Spitalpflegenden, mit möglichen Patienten das vorbesprechen und dann mal 2, 3, 4, 5 Fälle probieren, Erfahrungen sammeln, verbessern, auswerten. In 2 Jahren reden wir wieder miteinander. Dann kommen Sie wieder. Ja. Danke vielmals, Herr Wittmann, und herzlichen Dank, Frau Meier.